Hallo und herzlich willkommen zu unserer Reihe Die häufigsten Mythen im Forderungsmanagement. Heute, im 11. Teil, beschäftigen wir uns mit dem Thema Bonitätsauskünfte sind einfach zu teuer. Die meisten Leute gehen davon aus, dass es finanziell keinen Sinn macht, eine Bonitätsauskunft oder einen Betreibungsregisterauszug über seine Kunden einzuholen. Dabei sollte man sich jedoch folgende Gedanken machen. Jedes Mal, wenn Sie einen Vertrag abschließen, bei dem Sie nicht auf Vorkasse leisten, geben Sie dem Kunden wie einen Kredit. Denn er muss erst zahlen, wenn Sie bereits das Produkt oder die Dienstleistung erbracht haben. Andere Kreditinstitute wie beispielsweise Banken prüfen bei solchen Abläufen ganz genau, ob derjenige überhaupt zahlungsfähig ist. Wenn Sie diese Prüfung nicht durchführen, gehen Sie jedes Mal das Risiko ein, dass Sie einen Ausfall haben. Bei kleineren Beträgen ist dies vielleicht unproblematisch, aber was ist, wenn es gleich höhere Beträge sind? Würde das vielleicht Ihr Unternehmen gefährden? Dann sollten Sie nicht vor einem solchen Auszug zurückschrecken. Wenn Sie die Bonität oder auch den Betreibungsregisterauszug geprüft haben, können Sie viel besser einschätzen, wie der Kunde tatsächlich zahlt. Ist es so, dass der Kunde erst spät bezahlt oder sehen Sie bereits im Betreibungsregisterauszug, dass Betreibungen eingetragen sind, dann sollten Sie sich schwer überlegen, ob Sie mit dem Kunden überhaupt einen Vertrag abschließen. Prüfen Sie auch im Handelsregister nach, wie es mit der Firma gestellt ist. Ist hier bereits ein Konkurs eingetragen, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie besser ganz die Finger vom Vertragsabschluss mit diesem Kunden lassen. Fazit dieses Teils ist, dass Sie definitiv bei großen Aufträgen oder bei Aufträgen, die selbst Ihre Bonität gefährden würden, Sinn macht, einen Betreibungsregisterauszug einzuholen. Denn der Betrag von maximal 40 Franken lohnt sich auf jeden Fall, wenn Sie nicht Gefahr laufen, nachher auf einer offenen Rechnung sitzen zu bleiben. Ihnen hat dieser Teil der Reihe gefallen, die häufigsten Mythen im Forderungsmanagement, und Sie möchten gerne mehr darüber erfahren, haben aber den Anfang verpasst, dann finden Sie hier den ersten Teil der Reihe und können nach und nach alle Mythen durcharbeiten und sind gefeit vor offenen Forderungen.